Hallo, ich möchte euch heute das Laufband von der Firma HF Mills vorstellen. Wir haben bei diesem Laufband eine sehr lange Lauffläche. Wir haben einen flexiblen Galgen mit einer Aufhängung, in die der Hund in ein Geschirr hineinziehen kann. Ohne motorbetriebene Einheit muss der Hund selbstständig die Lauffläche bewegen. Das heißt also, er bestimmt sein Tempo, er bestimmt den Vorwärtsgang und hat dabei mit dem Zug in das Geschirr hinein eine optimale Belastung auf die Muskelstruktur. Dieser Balken kann individuell verstellt werden, nach vorne und nach hinten. Ob kleiner Hund oder großer Schäferhund, man bekommt hier so ziemlich alle Hunderassen drauf und kann die entsprechend auch hier individuell mit diesem Laufband trainieren. Die gesamte Verarbeitung ist in meinen Augen sehr qualitativ hochwertig. Ich habe zwei Zusatzoptionen gewählt. Diese Zusatzoptionen sind zum einen der Motor und zum anderen eine Hebeeinrichtung. Der Motor war für mich deshalb wichtig gewesen, weil es Situationen gibt, wo ich das Tempo bestimmen möchte. Man hat sehr oft den Fall, dass die Hunde draufgehen und wahnsinnig Gas geben. Das ist nicht immer wünschenswert. In meinem Fall möchte ich halt auch manchmal eine bestimmte Geschwindigkeit vorgeben und das mache ich mit dem Motor. So, hier im unteren Bereich sieht man zum einen den Motor, der das Laufband antreibt und zum anderen als zweite Einheit die Hubeinheit für die Neigung des Laufbandes. Das kann ich jetzt auch noch mal eben zeigen. Das Laufband hat die Möglichkeit, in der Neigung eingestellt zu werden. Und darüber kann ich gut bestimmen, in was für einer Neigung der Hund laufen muss und damit natürlich auch, wie hoch die Belastung für ihn ist. Die Holle steht jetzt drauf. Im Grunde genommen, von der Konditionierung her, beginne ich wirklich damit, dass ich mit Futter den Hund erstmal über das Laufband führe, bestätige, über das Laufband führe, wieder bestätige. Das wiederhole ich ein paar Mal, dass der Hund erstmal eine positive Verknüpfung mit dem Laufband hat. Wenn er die dann hat, kommt als nächstes der Einstieg in das Geschirr, bestätigen, wieder runter. Bis dahin lasse ich den Hund erstmal noch gar nicht laufen, mache dort ein paar Wiederholungen und erst, wenn der Hund soweit absolut positiv auf das Laufband eingestellt ist und es mit etwas Schönem verbindet, dann beginne ich mit dem Lauftraining. Am Anfang auch ganz klar, erstmal nur mit niedriger Geschwindigkeit. Ich hänge Holle hier ein. So, und dann geht das los. Holle, komm, auf. Auf. So, ich zeige jetzt nochmal die Laufbandarbeit mit dem Motor und kann auch während der Fahrt entsprechend die Neigung verändern. So, man sieht schön, wie das Laufband wippt und nachgibt, um ein sehr sanftes Laufen dem Hund zu ermöglichen. Soweit zum Laufband von HF Mills. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich kann es allen nur empfehlen, die jetzt nach dem Sommer im Winter nicht mehr so die Möglichkeit haben, mit ihrem Hund Fahrradfahren zu gehen und die aber trotzdem eine artgerechte Bewegung für ihren Hund haben möchten, den Hund auch gerade über die Winterpause im Training belassen möchten. Dafür ist dieses Laufband wunderbar geeignet. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut.